Lisa, ich bin hier! Erfahrungsprodukte. Sammle XP für deine für Fähigkeitspunkte. Du findest den XP-Balken auf der linken Seite des Bildschirms. Du kannst neue Fähigkeiten im Fähigkeitenmenü lernen. Neue Fähigkeiten werden freigeschaltet, wenn du in der Story vorankommst. Okay. War das alles? Ich hab die aus dem kleinen Loch hier zusammengeschossen. Lisa, wo bist du? Kann ich die auseinandernehmen? Leiche plündern. Wow. Ah, Waffe wechseln. Nehmen wir mal die AK. Leiche plündern. Ich habe einen Fähigkeitspunkt erhalten. Die können wir gleich mal einsetzen. Ah, AK-47. Als Arbeitspferd von Armeen, Milizen und Terrorgruppen in der ganzen Welt ist das AK-47 ein Sturmgewehr, eine Institution und ein Symbol. Die Waffe wurde von den Kommis im Rahmen eines Wettbewerbs entwickelt. Der Gewinner erhielt eine freundliche Gehirnwäsche. So etwas kann sehr entspannend sein, wenn sie richtig durchgeführt werden. Kann ich mir gut vorstellen. So, Fähigkeiten. Ich habe einen Fähigkeitenpunkt. Jetzt gehen wir mal auf... mehr so in die Richtung. Ne, mehr so in die Richtung. Adrenalin. Eisenflanke. Du verringerst den Schaden, den du durch Explosion erhalt. Das hätte ich gern. Physische Konditionierung, falls ich irgendwie mal Schaden nehme und so. Oder was bringt das? Sprintschlittern? Nee. Nee, das habe ich. Ja. Und Tattoo ansehen. Wir kommen immer weiter. Aber so weit jetzt auch wieder nicht. Ich wüsste gern, wie das... Ah, so sieht das aus. Neuer Ort für Schnellreise. Ich will nicht schnell reisen. Was soll das? Die Munition aufnehmen. Die Leiche plündern. Päckchen Kokain. Kann ich hier Schweine plündern? Nee. Kann ich den Hund plündern? Jawohl. Jetzt reg dich doch nicht mal so auf, Matsch. Mensch. So, das heißt meins. Das heißt auch meins. Das ist ja nicht so. Ja. Gehen wir hier mal gleich hinein. Alles wird wieder gut, Lisa! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Jason, du bist des Tatao würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Irgendwie glaube ich, dass Jason ist ein bisschen verklemmt. Ja, ich will nicht schnell reisen. Außenposten. Och, jetzt lass mich doch mal machen. Ich will ja lesen. So, Außenposten. Nee, Wars-Piraten. Dies ist die Geschichte von Wars-Piratenhorde, die zum Vergewaltigen, Plündern und Stehlen auf die Insel kamen. Sie wollen vor allem eines, nämlich Geld, egal was es bedeutet. Wars ist ihr oberster Richter und Hofnarr der Insel. Doch ist es vielleicht deine Machete, die bald auf ihn wartet? Ich hab eine Machete. Warte. Nee. Irgendwo war noch was über Außenposten. Neues Tutorial, Außenposten.
Befreie Außenposten, indem du die dort anlässlichen Piraten tötest, um neue Schnellreisestationen freizuschalten, die Region sicherer zu machen, neue Aufgaben freizuschalten. Gewinne 500 XP pro Außenposten, gewinne 550 XP, wenn du keinen Alarm auslöst, gewinne 1500 XP, wenn du unbemerkt bleibst. Gehen wir da mal hinein. Und jetzt auch nach Lisa schreien. Unterschlupfe. Unterschlupfe findest du an jedem Außenposten. Jeder Unterschlupf verfügt über einen automatischen Shop, in dem du Waffen kaufen und anpassen kannst. Über die Weltkarte kannst du jeden kontrollierten Unterschlupf per Schnellreise erreichen. Okay. Noch Tutorial. Prüfung. Prüfung der Rakyat stehen jetzt zur Verfügung. Suche auf der Karte nach diesem Symbol. Nähere dich den farbigen Felsen in der Spielwelt. Halte E, um es zu beginnen. Neues Tutorial, Bestenliste. Beende Prüfung der Rakyat für Belohnung. Spiele sie weiter, um dich mit deinen Freunden zu messen. Überprüfe die Bestenliste, um den Highscore zu sehen. Jo. War's, Piraten, haben wir schon? Du bist der Shop. Hier kann ich sonst nichts machen. Ah, doch, Laptop. Memory Card nehmen. Neues Tutorial, sammelbare Gegenstände. Rook Island steckt voller Geheimnisse. Zurückgelassene Speicherkarten von Drogenschmugglern, verlorene Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg, von den Rakyat versteckte Relikte. Okay. Gut. Hier ist irgendwo ein Schwein. Das bald nicht mehr da ist. Ich höre es. Und wenn ich beim Stereo glauben kann. Was ist das? Na egal, ich gehe jetzt Schwein jagen. Geh jetzt das Schwein jagen. Hoffe ich. Hallo Schwein. Das war doch hier irgendwo. Ich hab das Huhn getötet. Schweinsleder. Kann das Huhn auch noch ausbeuten? Einfache Spritzentasche. Ich will keine einfache Spritzentasche machen. Ich will jetzt wissen, was das für blaue Dinger da sind. Das da ist ein Jason und das da ist ein Gesucht-Tod-Aufgabe. Das hier ist ein... Ich will das blaue Symbol haben. Gesucht-Tod-Aufgabe. Gut, dann gehen wir doch da mal hin. Gucken wir uns das mal an. Pfad des Jägers. Benutze die am Zielort gestellte Schrotflinte, um die tollwütigen Hunde zu erlegen. Okay. Pfad des Jägers. Schau nach Pfad des Jägers-Symbolen auf der Karte. Jage Tiere, um dir den Respekt der Raikat zu verdienen. Du musst die Waffen und die Munition benutzen, die dir gestellt werden, oder eine Machete. Finde die Tiere in dem Jagdgebiet auf der Minikarte. Okay. Das war die Minikarte. Tollwütige Hunde. Gehen wir die doch mal besuchen. Die Scavenger. Escape. Die Scavenger sind Offroad-Fahrzeuge, die ursprünglich von den privaten Sicherheitskräften der Bergbaufirmen nach Rook Island gebracht wurden. Sie sind mit einem leichten MG bewaffnet, du weißt schon, um mit den Arbeitern fertig zu werden, die in der Kantine immer die letzten Donuts gegessen haben. Ah, so läuft das hier. Relikte, Speicherkarten. Oh. Ich hab 16 GB habe ich. Geil. Transport. Scavenger habe ich gerade gelesen. Tierwelt. Huhn. Huhn ist Huhn. Wenn du das nicht kennst, musst du schon am Arsch der Welt aufgewachsen sein. Zum Beispiel in Kanada. Außerdem ist Huhn unamerikanisch. Wir echten Patrioten essen nur 100% reines amerikanisches Kobe-Rind. Schwein. Schwein. Zuchtschweine sind nicht so beliebt wie Wildschweine auf Rook Island, aber wesentlich leichter zu erlegen. Aber erzähl bloß Rainer Kalmund nichts davon. Der liebt Schweinefleisch und würde den ganzen Bestand gefährden. Ich sehe jetzt auch noch bei Rainer Kalmund herziehen.
Run. Jetzt gehen wir mal Richtung Jagdgebiet. Bin ich mal auf die Hunde gespannt. Vor allem, jetzt tut man halt, ich war gerade abgelenkt. Handbuch. Wir haben hier Waffen. M133. Die M133 ist eine russische Vorderschaft-Repetierflinte oder Pump-Action-Shotgun. Nicht zu verwechseln mit Natascha, die russische Pump-Action. Unten am Hafen. Nicht zu verwechseln mit Natascha, die russische Pump-Action unten am Hafen betreibt. Die Waffe wurde für zivile und polizeiliche Zwecke entwickelt. Da sie relativ günstig ist, wurde sie massenweise von Vars und seinen Piraten gekauft. Okay. Gehen wir mal mit der Pumpe hier ein bisschen durch die Gegend. So, Hundis. Da oben seid ihr. Ah, da muss ich da hochklettern. Also kein Zufall, dass da die Liane runterhängt. Kämmer da mal hoch. Tollwütige Hunde. So, ich würde gerne speichern. So, schnell speichern und so. Also, das hier ist natürlich reinster Dschungel. Wenn man den ganzen Scheiß mal lernt. Ich bin zwar bewaffnet mit einer Schotti. Aber gegen Tiere kämpfen ist jetzt nicht so meine Stärke. Aber nicht gegen Hunde. Ich habe so das Gefühl, dass das schwieriger wird. Da. Nein, nein, nein. Es fehlt noch einer. Dann habe ich sie alle. Einfacher Brennstoff. Wo ist denn der? Es kamen 5 Hunde auf mich zu. 4 habe ich erledigt. Das heißt, der dritte. Der fünfte. Wieder verzogen oder was? Wo sind die ganzen anderen Hundekadaver? Die gerne alle ausplündern. Aber die liegen scheinbar nicht so lange da rum. Ich hab was gehört. Jetzt komm doch her, du scheiß Vieh. Da. Komm.
da gerade Ton gemacht. Ja. Tun wir die Tiere noch alle ausmerzen. 2 von 5. 3 von 5. Ekelhaft. 4 von 5. Und der 5. war hier auch noch irgendwo. Ich glaube, denn das war der, den ich als erstes getötet habe. War irgendwo hier oben. Ich kann auch darauf verzichten. Da ist irgendwas mit Tod. Keine Ahnung. Na egal. Geht jetzt an meine Waffe. Alter. Da hinten die Ziegen, ne? Die Paras. Ernsthaft? Da gibt's scheinbar Gegner. Gut. Hätten wir das jetzt auch geklärt. Die wollen sich ja mit mir anlegen. Deswegen würde ich sagen... Nee. Machen wir nächstes Mal. Ich habe es schon lange genug aufgenommen. Ich würde jetzt gerne speichern. Speichert. Hat er fertig gespeichert? Gut. Dann auf jeden Fall ja, bis zum nächsten Mal. Hier auf Far Cry 3. Und wer sich fragt, wo Skyrim bleibt, Skyrim ist jetzt abgesagt, ne? Weiß nicht, ob ich das ganz am Anfang schon erwähnt habe. Aber Skyrim ist abgesagt, das geht nicht weiter. Und dafür geht jetzt Far Cry 3 weiter. Ich hoffe, das ist ein brauchbarer Ersatz. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.